In den letzten Wochen haben ganz viele im Homeoffice gearbeitet, in Teams und in Unternehmen, wo das vorher angeblich nicht möglich war. Und das hat gut funktioniert. Die Frage ist, wie geht's jetzt nach der Krise weiter? Wir alle freuen uns wahrscheinlich darauf, wieder selbst bestimmen zu können, wann wir ins Büro gehen wollen und wann nicht. Und auch mal wieder die Kollegen zu sehen. Aber eins ist klar, die Politik muss sich darum kümmern, den rechtlichen Rahmen zu modernisieren. Leider ist es mit der GroKo wie immer. Die Union will am liebsten gar nichts modernisieren und die SPD prescht vor, aber hat wahrscheinlich ziemlich veraltete Vorstellungen, die einfach die alten Regeln aus der analogen Welt ins digitale Zeitalter übertragen wollen. Und das macht keinen Sinn. Wir finden, wir sollten von unseren Nachbarn lernen, denn die Niederlande haben uns schon vor 5 Jahren vorgemacht, wie man den Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten modernisieren kann, so dass alle zufrieden sind. Und was haben die Niederlande unter dem liberalen Premier Mark Rutte genau gemacht? Sie haben 3 Dinge gleichzeitig angepackt und in einem Paket modernisiert. Erstens ein modernes Arbeitszeitgesetz, zweitens ein sogenanntes Recht auf Homeoffice und drittens moderne Arbeitsschutzregeln. Und genau dieses Paket brauchen wir auch für Deutschland. Slack, Skype, Facebook, Google Hangout, WhatsApp, Wiki, Cloud. Wisst ihr, was all diese Dinge gemeinsam haben? Es gab sie 1994 noch nicht. 1994, da surfte noch fast niemand im Internet, schrieb sich niemand eine E-Mail und das Smarteste am Telefon war, wenn sie keine Wählscheibe mehr hatten. 1994 aber, da trat das heutige Arbeitszeitgesetz in Kraft. Die Welt hat sich seitdem verändert und deshalb müssen wir auch das Arbeitszeitgesetz modernisieren. Menschen arbeiten zum Beispiel im Café oder im Coworking Space. Oder sie verlassen auch vor Corona mal um 15 Uhr das Büro, um den Nachmittag mit den Kindern zu verbringen oder verbringen zu müssen, weil die Kita wieder zumacht, die abends ins Bett zu bringen und dann noch ein paar E-Mails schreiben zu wollen. Wer das heute macht, wer um 22, 23 Uhr die letztliche dienstliche E-Mail schreibt oder auch nur liest auf seinem Smartphone, der darf am nächsten Morgen um 10 Uhr erst wieder anfangen zu arbeiten. Wer macht denn das? Meine These, dieses Gesetz wird heute schon millionenfach in unserem Land ignoriert, auch vor Corona. Ich will mich aber nicht daran gewöhnen, dass Gesetze ignoriert werden in einem Rechtsstaat. Insbesondere dann nicht, wenn es darum geht, Arbeitnehmer mit diesen Rechten zu schützen. Und dass die Menschen das wollen, das zeigte schon vor der Krise die Realität. Repräsentative Umfragen unter Menschen, die regelmäßig mobil arbeiten können, zeigen, dass 90% das eher gern oder sehr gern tun. Und DGB-Untersuchungen zeigen, dass die Menschen sich umso gestresster fühlen, je weniger sie ihre Arbeitszeit selber planen, einteilen und gestalten können. Um das klipp und klar zu sagen, wir wollen nicht, dass irgendjemand in Summe mehr arbeiten oder weniger Pausen machen darf. Aber die Einteilung unter der Woche, die muss freier möglich sein, wenn er oder sie das will. Lasst uns die Möglichkeiten der Europäischen Arbeitszeitrichtlinie nutzen. Die schreibt exakt dieselbe wöchentliche Höchstarbeitszeit vor wie das deutsche Recht. Aber die Einteilung unter der Woche, die kann freier sein. Oder wir gehen in Deutschland den Weg, die Tarifpartner entscheiden zu lassen, die dann Branche für Branche schauen, wie ist die Situation und wie kann eine passende Regelung sein. New Work, das heißt für mich vor allem mehr Selbstbestimmung. Nicht nur, aber auch bei der Frage, wo wir arbeiten, also beim Thema mobiles Arbeiten und Homeoffice. Und dass da der heutige Rechtsrahmen nicht mehr passt, das sieht man schon am Namen. Im deutschen Gesetz heißt Homeoffice Telearbeit. Das klingt so sehr nach den 80ern, da sieht man schon, dass es aus der Zeit gefallen ist. Natürlich geht Homeoffice nicht immer und überall. Wie soll etwa der Handwerker oder der Gehirnchirurg im Homeoffice arbeiten? Aber es geht eben viel häufiger, als man denkt. Und das haben die vergangenen Wochen auch gezeigt. Und wenn wir uns anschauen, welche Länder sind in Europa schon vor der Krise weiter gewesen, dann finden sich unter den Top 3 eben auch unsere Nachbarn, die Niederlande. Die waren vor ein paar Jahren derselben Situation wie wir und haben dann in einem großen Gesetzespaket einerseits das Arbeitszeitgesetz flexibilisiert und andererseits ein sogenanntes Recht auf Homeoffice eingeführt. Was heißt das konkret? Es wurde ein sogenanntes Erörterungsrecht eingeführt. Das heißt, nicht mehr der Wunsch nach Homeoffice muss begründet werden, sondern seine Ablehnung. Und gleichzeitig wurden die Arbeitgeber von bürokratischen Vorschriften entlastet. Denn wenn ich zu Hause im Homeoffice arbeite, dann kann ich selbst entscheiden, wie das Licht meiner Schreibtischlampe einfällt. Das muss nicht der Arbeitgeber machen. Also wurden auch Arbeitsschutzvorschriften modernisiert und an die heutige Zeit angepasst. So kann jedes Team vor Ort selbst schauen, welche Mischung aus Präsenz und mobilen Arbeiten passt. Aber es stehen keine alten Kulturen und veraltete Gesetze mehr im Weg. Wenn alle Seiten einen Schritt nach vorne machen und veraltete Denkschablonen hinter sich lassen, dann können wir eine neue Balance für mehr Selbstbestimmung in der Arbeitswelt schaffen.
Die Gestaltung der modernen Arbeitswelt, das ist für uns mehr als mobiles Arbeiten und Homeoffice. Wir wollen zum Beispiel ein zweites Bildungssystem für das ganze Leben einführen mit neuen Förderinstrumenten wie einem Midlife-BAföG. Aber die Krise der letzten Wochen hat gezeigt, der Rechtsrahmen für mobiles Arbeiten, der ist so veraltet, die Modernisierung ist überfällig und jetzt müssen wir diesen großen Wurf angehen.